meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit einer neuen Folge. Gute Zeilen, schlechte Zeilen auf der Aufholjagd. Holla, was war das denn? Okay. Ja, es geht weiter mit Let's Showplay Minecraft, Folge 305. Da haben wir uns nochmal in Sweetwater umgeschaut, der Stadt aus dem Mitbauprojekt bei... aus der Mitbauaktion bei Folge 250, da hatte ich ja die Welt zum Download angeboten und wieder eine Mitbauaktion gestartet. Sweetwater, eine Westernstadt, sollte entstehen. Und jetzt hier in Folge 305 hatte ich dann endlich mal alle Gebäude so weit integriert, dass ich euch das dann zeigen konnte. Und am Neubau haben wir dann einen Zugang in den Nether noch gelegt in der Folge. Fast wieder in alter Überlänge mit 50 Minuten, diese Folge. Aha, war ja da noch die Zeit, wo ich so ein bisschen ja Pause eingelegt habe, kurz. Aber ihr habt davon kaum was mitbekommen, weil ich ja Folgen auf Vorrat hatte. Gut, steigen wir einfach in die Kommentare ein. Virenschutz ist okay. Das ist auch okay. So, 28 Kommentare, 382 Aufrufe, die Folge. Und los geht's wie immer ganz unten. Zu langs, juhu, ein neues Dutchman-Video, da freut er sich. Freut mich auch, dass ihr euch da so freut. Daniel 116, die Army-Flagge ist falsch. Das ist wieder mal so ein Fall von einem Kommentar. 50 Minuten Video, jede Menge gezeigt, tolle Gebäude, pipapo. Und das Einzige, was dem Jungen da einfällt, ist, die Army-Flagge ist falsch. Ja, vor allen Dingen, Army als Amerikaner schreibt man nur mit einem M. Ne? Da kann ich auch einfach mal so nichts weiter zuzusagen zu dem Kommentar. Ja, okay, ist halt YouTube. Ne? 50 Minuten Video, jede Menge gezeigt, pipapo. Aber das Einzige, was ihm da einfällt, zu schreiben, ist halt auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Sonst hat er zum Video nichts zu sagen. Schade drum. Immer wieder einfach nur schade drum. So, aber egal. Zu langs 11. Ja, halbe Pistons in Sweetwater waren Fehler beim Kopieren. Beim Gefängnis, da habe ich halt den Boden nicht mit kopiert. Aber hier sein ja, Dank an die Community, an die Leute, die bei der Mitbauaktion mitgemacht haben. Na, Sweetwater ist wirklich toll geworden. Ein paar Gebäude fehlen da noch, die werde ich halt noch bauen. Das wird noch richtig nucklig. Ja. Servus FMU, gefällt mir gut das neue Sweetwater? Ja, gute Auswahl aus den Gebäuden getroffen, danke. Ja, schauen wir mal. Dann eine Dragonfire, hier ein mehrteiliger Kommentar. Wo fangen wir an? Am besten am Anfang. Tolles Video wie immer, danke. Freut sich schon darauf, wenn es wieder regelmäßig Minecraft-Video gibt, so wie das gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, das magst du ja wirklich. Da hast du ja jetzt auch nochmal in den aktuellen Folgen, also 320er, 25er, nochmal drauf gepocht, dass da endlich wieder gute Zeilen, schlechte Zeilen kommen. Jetzt sind wir dran, das wird also alles aufgeholt. Ja, die Doppeltürenfehler in den alten Baugegenden. Ne? Ich spiele ja meine Welt seit der Beta 1.1. Für die Leute, die neu dazugekommen sind, das noch nicht wissen. Ja, also seit der Beta 1.1, seit Januar 2011. Und damit knapp 2 Jahre spiele ich meine Welt durch die verschiedenen Minecraft-Versionen hindurch. Und da gab es natürlich immer wieder Wechsel im Weltengenerator und eben auch die Doppeltüren. Das wurde immer wieder mal umgestellt und deswegen sind halt in alten Teilen meiner Welt, so die Färberei an der Lava-Höhle, die kleine Pyramide zwischen der Residenz Ransayer zum Beispiel und der alten Färberei, da sind halt so einige Doppeltüren noch falsch. Auch bei einigen Gebäuden aus den alten Mitbauaktionen, aus den ersten beiden Mitbauaktionen sind, glaube ich, noch die Doppeltüren teilweise falsch. Das Jorgen sind anwesend, da gibt es, glaube ich, noch viele Türen, die zu korrigieren sind. Werde ich so im Laufe der Zeit mal, denke ich, alles korrigieren, wenn ich jeweils in den entsprechenden Gegenden mal bin und das dann einfach so im Vorbeigehen machen. Ja.
Und was macht er noch? Rennt die ganze Zeit mit Knochenmehl durch meine Welt und verschönert die Gegenden, in denen kein Gras und nur wenig Blumen generiert worden sind. Ja, mache ich ja teilweise auch, na, dass ich mit Knochenmehl durch die Gegend renne und die dann zwangsbegrüne. Teilweise möchte ich aber auch Ecken so lassen, dass halt der, ja, der alte Minecraft-Stil immer noch zu entdecken ist in meiner Welt. Sie ist halt einfach ein Flickwerk aus den verschiedensten Minecraft-Versionen und ich finde, das soll man ruhig auch sehen können, das soll man ruhig auch spüren können. Ja. Ich möchte da nicht alles auf glatt, frisch und neu polieren, vor allen Dingen, weil ich dann bei jedem Versionswechsel immer riesig zu tun habe. Ihr wisst ja, meine Welt ist ja nicht gerade klein. Ja. Endermänner sind auch so eine Sache. Ja, die fehlenden Blöcke von denen. Teilweise habe ich sie schon wieder ersetzt. Das Golddach hier im Tempel der geringen Götter in Neptuns Dank zum Beispiel, den habe ich schon wieder ersetzt. Auch so ein paar andere Sachen, wenn es mir auffällt, mache ich's. Aber ansonsten jetzt extra nochmal durch die Welt zu toben und überall wieder die. Vor allen Dingen, es tauchen ja immer wieder Endermänner auf und die klauen dann immer wieder Blöcke. Weil ich vor allen Dingen auch keinen Mod wieder zum Laufen bekommen habe, der verhindert, dass die Endermänner Blöcke wegnehmen. Ne? Müssen wir einfach mal mit leben. Ne? Hier, Türenfehler korrigieren, ließe sich machen, aber Enderman-Schäden, ah, da muss man halt, man muss ja halt auch immer das entsprechende Material dabei haben, was der Enderman da weggenommen hat. Und naja. No. Ja, wie gesagt, ich mache es also teilweise selber, dauert halt aber eben mal langsam und im nächsten Upload ist dann wieder was dann besser. Ne? Man muss das nicht also immer selber machen. Klar, wenn ihr euch die Welt dann neu runterladet, sind natürlich eure Änderungen in meiner Welt weg. Die sind dann halt in eurer Kopie meiner Welt. Aber ihr müsstet dann halt selber eure Änderungen in die neue Welt übernehmen, ne? Und dann kennt ihr das Problem, was ich habe. Dann in solchen Fällen. Ja, ja, danke da einfach an Dragonfire. Ist halt immer ein Thema, ne? Und Welt- und Übersichtskarte, 15, 2 Wochen jetzt Internet. Ja, also ein Download wird es nach wie vor alle 50 Folgen geben. Ich denke mal, das ist ein Rhythmus, der passt. Sollte schon gewisse Abstände einfach dazwischen sein, damit halt wirklich auch in der Welt sich was getan hat. Ne? Welt- und Übersichtskarte häufiger zum Download anbieten. Als alle 50 Folgen. Weiß ich nicht, ich habe es nochmal zwischendurch. Mal sehen. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mensch, besser geht's doch gar nicht. Ob ihr es lieber öfter hättet als alle 50 Folgen. Vielleicht alle 30 Folgen ist dann zwar nicht mehr so rund, aber ja, das wäre vielleicht eine Sache, dass man es alle 30 Folgen macht, alle 20 Folgen. Vielleicht ein bisschen heftig, weil ihr dann zwischendurch in der Welt kaum was machen könnt, bevor das nächste Update rauskommt. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergedanke dabei, deswegen also nicht alle 20 Folgen, das wäre zu häufig, da würdet ihr selbst kaum in meiner Welt was machen, weil bevor ihr das fertig hättet, wäre schon wieder die nächste Variante meiner Welt zum Download fertig. Ja, und ihr müsstet dann eben zusehen, dass ihr eure Änderungen in meiner Welt in die neue Kopie meiner Welt übernehmt, mit MacEdit zum Beispiel. Ja. Und ja, dann habt ihr mal ein bisschen Eindruck davon, was ich eben immer zu tun habe bei den Mitbauaktionen. No? Gut, soweit dazu. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ich die Welt nicht mehr alle 50 Folgen zum Download anbieten soll, sondern vielleicht alle 30 Folgen. Ja. Und dann schauen wir mal, was ich da dann letztendlich mache. Ja, Singen 4000, der Barbier ist ja riesig. Ja, der ist gut ausgestattet. Ja. Aber der Barbier damals war halt auch so ein Klatsch- und Tratsch-Treffpunkt. Ja, da ging man also nicht nur hin, um sich die Haare zu schneiden. Außerdem kann man ja dann auch baden, pipapo, die gesamte Körperpflege wird ja dort abgedeckt. Ja. Maubi meldet sich hier zu Wort, der Mensch, der das Texture Pack gemacht hat, mit dem ich seit vielen Folgen jetzt arbeite. Sehr schönes Video, danke. Ha, Motivation, habt ihr ja gesehen, ist immer noch da, wird auch immer da bleiben.
mal ein bisschen abklingen, sicherlich zwischendurch, aber dann gönne ich mir halt eine kurze Pause, so eine Woche. Und dann geht's wieder weiter. Wer Lust auf das Texture-Pack hat, wie gesagt, inzwischen in den aktuellen Folgen steht der Link zum Texture-Pack im Minecraft-Forum ja immer in der Beschreibung drin. Da findet ihr also die aktuelle Version. Aktuell sogar für die 1.4.6 ist das Texture Pack dann schon da. Lavaschnecke bedankt sich hier. Einfach mal hier noch ein dickes Danke ran. Und wie gesagt, da gebe ich doch glatt einen Daumen hoch, damit jeder es sieht. In dem Fall lohnt sich das nämlich wirklich. Maupi hat sich ja da viel Arbeit mit dem Texture Pack gemacht und da sieht er ja richtig gut aus. Lavaschnecke hier nochmal, endlich mal wieder ein Video. Oh. Es kommt eigentlich immer täglich ein Video und alle 2 Tage Minecraft. Ich versuche schon den Senderhythmus so aufrecht zu erhalten, dass ich Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag lange Videos mache. Sprich Dienstag, Donnerstag, Samstag Minecraft, Sonntag eventuell auch Minecraft oder eben gute Zeilen, schlechte Zeilen. Und Montag, Mittwoch und Freitag dann die normalen Let's Plays. Diablo 2 ist ja mittlerweile abgeschlossen, den Boss haben wir gelegt. Herrscher der Meere läuft noch, da habe ich auch noch Folgen auf Vorrat, die werden jetzt so langsam dann abgesendet. Recoil, das Let's Play werde ich neu starten. Ja, damit wir da auch reinkommen. Aktuell wird es also Herrscher der Meere und Recoil immer im Wechsel geben. 2 Folgen pro Tag von den kurzen Let's Plays hatte ich ja eine Zeit lang gemacht, war mir aber ehrlich gesagt zu viel, da bin ich einfach nicht hinterhergekommen. Deswegen von den kurzen Let's Plays immer nur eine Folge pro Tag, sodass auch ihr ein bisschen Zeit habt, euch da zu erholen und für die langen Minecraft-Videos dann immer noch Zeit habt. Du kannst immer so schön bauen. Ja, danke. Und klaut euch ruhig Ideen bei mir. Dafür mache ich ja auch die Videos. Ne? Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann zum Beispiel mal in der Videoantwort zeigt, wo ihr euch von mir habt inspirieren lassen. Ja. Da bin ich immer ganz neugierig. Möchte ja gerne wissen, einmal, was ihr mit meiner Welt macht, wo ihr da was macht. Zeigt mir das ruhig mal in der Videoantwort. Und auch wenn ihr euch von mir habt inspirieren lassen, von irgendeinem Bauwerk von mir, dann zeigt mir ruhig, was bei euch daraus geworden ist und postet das einfach als Videoantwort. So. Ich sehe dann zu, dass ich die so schnell wie möglich freigebe, wenn es passt, halt ein Bezug zu meinen Videos zum Let's Showplay Minecraft da ist. Ja, das sollte schon sein, wenn es als Videoantwort ist, dann sollte es auch mit dem Video, auf das geantwortet wird, etwas zu tun haben. So. In dem Fall also mit dem Let's Showplay Minecraft und mit meiner Welt. Guti, weiter geht's. Haben wir hier Let's Game Hero. Findest du gut, dass ein Video von dir kam? Ja, danke. Schaute es mir an, gab einen Daumen hoch, denn nicht oben, denn ich fand es gut. Ja, so sollte man es auch tun. Eine Frage bleibt jedoch. Es waren an der Stelle noch nicht alle Gebäude oder sind nur die Gebäude, die ihr gesehen habt, implementiert. Inzwischen gibt es noch weitere. Nee, ich habe, glaube ich, in Sweetwater noch nicht weitergebaut, außer das eine noch hinzugefügt von Mikron. No. Und was dein LRS angeht, also gerade hier diesen Kommentar, da ist ja alles soweit in Ordnung. Ich habe hier schon sehr viel Schlimmeres gelesen, auch von Leuten, die keine Leserechtschreibschwäche haben. Ja. Ja. Vielleicht kurzer Exkurs mal dazu. Wenn das als Grund angibt, klar, okay, aber missbraucht es nicht als Ausrede. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach zu faul sind, richtig zu schreiben oder halbwegs richtig zu schreiben. Und wenn man dann mal sagt, ja, dann sagen sie halt, ich habe LRS so als Ausrede, Entschuldigung, kommt das dann manchmal vorgeschoben, so ein bisschen. Aha. Also für die Leute, die tatsächlich halt Probleme mit der Rechtschreibung haben, Leserechtschreibschwäche haben, wobei denen das diagnostiziert ist, klar, bloß klar auch, dass ihr es sagt, ja, aber
Versucht den Eindruck zu vermeiden, dass ihr es als Entschuldigung missbraucht, als Ausrede missbraucht. Na, ich glaube, ihr wisst, was ich da meine. Na, achtet einfach ein bisschen drauf. Zeigt eben einfach, dass ihr euch trotzdem, trotz eurer Schwäche, um eine wenigstens halbwegs korrekte Rechtschreibung bemüht, wenigstens so weit bemüht, dass ihr euch verständlich versucht auszudrücken. Denn das hat dann mit Leserechtschreibschwäche nicht mehr so viel zu tun, sich einfach verständlich auszudrücken, verständlich formulieren. Ja. Gut, kleiner Exkurs, da einfach mal die Gelegenheit genutzt. Dragonfire nochmal hat angefangen, Abfolge 1 zu schauen. Ja, habe ich gesehen. Ich habe auch deine Kommentare gesehen und auch beantwortet. Ich finde das gut. Dafür einfach mal einen Daumen hoch für die Aktion. Auch ein Tipp von mir, schaut ruhig mal in die alten Folgen rein. Was weiß ich, wenn ihr erst bei Folge 250 oder 220 oder sowas eingestiegen seid, schaut euch ruhig mal, was weiß ich, Folge 100 zum Beispiel an, ne? Das Paravas-Special, ja, die 100. Folge, wo ich Les Piranhas vorgestellt habe. Ne? Da seht ihr dann nämlich auch einfach nochmal die ganzen anderen Gegenden in meiner Welt, in denen wir uns halt aktuell nicht gerade herumtreiben. Könnt ihr einfach mal so stichprobenartig machen, lasst euch da vielleicht von den Folgentiteln oder Folgenbeschreibungen inspirieren. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Dann seht ihr halt auch, wie sich das alles hier so entwickelt hat. Ja, Nightrat meldet sich hier, freut sich, dass ich wieder ein langes Video hochgeladen habe. Ja, die Anpassungen passen sehr gut ins Stadtbild, jawohl. Der Computertisch sollte eigentlich ein Schminktisch mit Spiegel sein. Ah, okay, danke. Obi-Wan Kenobi, eingegangener Download. Ja, Obi-Wan Kenobi, wer es noch nicht weiß oder nicht mehr weiß, der hat Neptuns Dank gebaut, fast im Alleingang in der ersten Mitbauaktion. Hat ja fast die ganze Stadt gebaut, das heißt, nee, die ganze Stadt. Ich bin nur nochmal durchgetobt, habe noch ein bisschen rumdekoriert und Fackeln gesetzt und so eine Späße. Er hat noch ein zweites Projekt am Laufen, Sulis Lob, was irgendwo noch in meiner Welt entstehen soll. Da würde ich gerne mal wieder was von dir hören oder sehen. Ich weiß, du hattest zwischendurch mal Datenverlust wegen Computerabsturz oder so. Aber einfach, damit ich den Platz hier in der Welt schon frei halten kann und da jetzt nicht irrtümlich was selber hochziehe. Denn Sulis Lob würde ich natürlich gerne in meine Welt dann auch wieder integrieren. Dafür war es ja gedacht und du hast ja mit Neptuns Dank schon so eine geile Arbeit abgeliefert. Das hast du ja einfach verdient, dass ich dir da Platz mache. Ja. Na, natürlich auch schön, weil die Gebäude in Sweetwater endlich drin sind. Ja, von 250 bis 305, ja, das hat eine Weile gedauert. Hm? Ja, da hast du also noch eine Menge vor. Melde dich bitte einfach mal wieder, ja, dass ich weiß, wie es da bei dir steht. No? Mikron, doch ein Gebäude von dir drin, nämlich genau das an der Ecke zum Weg zum Tagebau. Aha. Die kleine Hütte ist mir nämlich aufgefallen, habe ich ja auch gesagt in den Videoantworten oder als ich die Videoantworten vorgestellt habe. Ja, den Saloon, in dem du richtig eine Bühne gebaut hast, der ist mir auch aufgefallen. Den habe ich auch noch auf der Liste, dass ich den irgendwo anders reinhaue. Ja, denn so ein Salon, richtig schön mit Bühne und Barbereich und Pipapo, den hat tatsächlich kein anderer so gebaut. Ja. Aber, wie gesagt, die Hütte, die kleine Hütte am Weg zum Tagebau, die ist inzwischen drin in Sweetwater. Danke, dass du mich mal da nochmal dran erinnert hast. Denn um die wäre es wirklich schade gewesen. Die ist wirklich schön. Und deswegen ist die jetzt auch in der Welt mit drin, habe ich ja, glaube ich, auch nochmal gezeigt. Ja, aber wenn euch sowas auffällt, meldet euch hier ruhig in den Kommentaren. Ja, ich bin ja auch nicht unfehlbar und vergesse durchaus auch mal was. Und mir fällt auch mal was hinten runter. Ne? Ja, der zweite Hebel beim Sheriffsgebäude. Wie gesagt, habe ich einfach den Boden nicht mitgenommen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht komplett importiert. Den Galgen wollte ich tatsächlich nicht drin haben. Ja. Deswegen ist der nicht dabei. Ja. Godbees 12, schöne Gebäude und die Raddampfer, genau, die sind natürlich richtig geil geworden. Ich hatte ja die Ecke eigentlich, oder die Ecke mit dem Raddampfern, mit der Anlegestelle reserviert für die Jungs von Let's Rock Minecraft.
den Basti Keks, den Real Goran, die da auch wirklich was richtig Geiles hingestellt haben. Es hat aber auch jemand noch einen zweiten Raddampfer gebaut, der mir so gut gefallen hat, dass ich den einfach daneben gepackt habe. Ja, und da muss ich halt noch die Anlegestelle ein bisschen erweitern. Kommt dann alles noch in Sweetwater. Das ist ja, es ist ja nicht die einzige Stelle in meiner Welt, an der noch viel zu tun ist. Okay, so viel zur Folge 305 Sweetwater und Netherzugang im Neubau. Weiter geht's, Folge 306, doch noch kein Marathon. Ja, eigentlich alle 50 Folgen mit Bauaktion, Weltdownload und ein Marathon, in dem ich also die letzten 50 Folgen zusammenfasse. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, der Marathon, der die Folgen 250 bis 300 abdecken soll, da bin ich noch dran am Arbeiten. Ich bin in diesen Folgen so viel rumgelaufen. Die Karte sieht aus. ja, da ist es also ehrlich gesagt noch ein Punkt, um den ich mich kümmern muss. Und es wird ja auch so langsam Zeit, denn wir sind ja schon auf dem halben Weg zur Folge 350, wo dann der nächste Marathon fällig wird. da muss ich mich also ehrlich gesagt ranhalten. Schauen wir einfach auch hier nochmal in die Kommentare. 506 Aufrufe, sehr schön, war eine etwas kürzere Folge. 30 Minuten nur. Ja, ihr wisst ja, für mich ist das kurz. Aber, jawohl, Mr. Scorpi freut sich hier einfach nur. Zu langs meldet sich, toll, dass du wieder Übersichtskarte mal ganz ausführlich besprochen und neu gemacht hast. Ja. Ja. Und die ist halt einfach, in meine Welt ist ja nicht gerade klein und deswegen macht diese Übersichtskarte immer wieder mal Sinn zwischendurch. ja, ihr habt es ja inzwischen mitbekommen. Das Let's Roleplay läuft im Prinzip so weiter, wie es immer ist. Ich mache im Prinzip, was ich Lust habe, mal offscreen bauen, das dann zeigen, mal live spielen, mal in Höhlen gehen. Erkundungstouren werden wir in nächster Zeit, denke ich mal, seltener machen, weil ich einfach momentan, wahrscheinlich noch eine ganze Weile dabei bin, den bebauten oder den entdeckten Bereich meiner Welt weiter auszubauen. Da gibt es ja eben noch viele, viele Areale, wo noch nichts entstanden ist, auch noch gar keine Infrastruktur da ist. Das ist jetzt so ein Thema, was ich die letzten und wahrscheinlich auch die nächsten Folgen durchziehen werde. Das war also in Gegenden, die wir zwar schon erkundet haben und wo wir vor langer, 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 langer Zeit mal gesagt haben, Mensch, hier ist ein schönes Plätzchen, hier müsste man was machen. Ja, jetzt kommt da so ein dann was hin. Ne? Ja, und deswegen auch immer wieder mal zwischendurch die Übersichtskarte. Ja. Und durch deine Videos bekomme ich immer wieder voll viele Ideen. Ja, schön. No? Zeigt auch ruhig, was, ich habe es ja schon angesprochen, zeigt auch ruhig in einer Videoantwort, wozu ich euch inspiriere. Wenn ihr selber kein Video machen könnt, es geht recht einfach, eine Montage von Screenshots zu machen. In meiner Toolbox-Playlist findet ihr ein Video dazu, wie ihr ganz einfach mit dem Windows Movie Maker ein paar Screenshots ein schönes Video machen könnt. No? Um halt zu zeigen, wozu ich euch inspiriere, wozu euch meine Welt inspiriert, was ihr vielleicht in meiner Welt gebaut habt. No? Ja, ansonsten, wie gesagt, Let's Showplay. Ich werde wahrscheinlich wieder häufiger mal aus dem Off kommentieren, also nachkommentieren oder vorlesen. Das kommt ja erfreulicherweise auch gut bei euch an und da habe ich ja auch viel Stoff und werde auch mal zusehen, dass ich mir richtig Themen organisiere, über die ich dann sprechen kann. Sodass es häufig mal so in Richtung Commentary geht, nur dass dann halt kein Shooter-Gameplay drunter liegt, sondern mein Minecraft-Let's Showplay. Maupi67, der Schöpfer meines Texture-Packs. Ja, Link zum Texture-Pack, wie gesagt, findet ihr jetzt in den aktuellen Folgen auch immer in der Beschreibung. Ja. Da findet ihr dann den Link im zum Minecraft-Forum, wo ihr das Texture-Pack herunterladen könnt und wo ihr bitte auch einen Kommentar hinterlassen könnt für den guten Maupi, denn der freut sich da immer riesig drüber. Ja? Ist der Epeko? Jo, lange nichts mehr von dir gehört. Ja, das waren Zeiten, Kakerjan und so, Jorgensen. Mehr als 6 Wochen hast du damals dann gebaut? Wow, ja. Die Reise nach Südwesten, gern geschehen.
Ja, das Portal im Jorgensen-Anwesen, wie gesagt, muss ich mal finden, ob ich das finde. Die Gegenposition unten im Nether habe ich ja auch schon. Die hat mir, glaube ich, Zulangs oder Hongsvor Amiga haben mir die ausgerechnet. Hatten wir ja in den letzten Kommentaren angesprochen. Mal sehen, was da draus wird. Immer wieder die vielen Punkte Lutz gehaust haben und vielen interessanten Geschichten dazu. Ja, das ist halt auch was, was, glaube ich, mein Let's Showplay, meine Welt so besonders macht. Ja, dass halt überall eine Geschichte mit dran hängt. Ja. Glückwunsch zu 300.000 Videoaufrufen inzwischen. Ja, danke. Hoffentlich dann bald die Million. Ja, wird schon. Ist ja in der Arbeit. Ne? 2013 steht ja noch vor der Tür. Wir haben es gerade heute, den 29. Dezember, als ich das hier aufnehme. Ja. Gutes Video, Standardantwort, stimmt ja auch. Ja, aber ich höre es trotzdem gerne immer wieder. Let's Game Hero. Ja. Derjenige, der das Gipfeldorf. Ah, Let's Game Hero, das warst du. Das Gipfeldorf. Mit dem Alter darf man mal vergessen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Man sollte nicht vergessen, sich gut vorzubereiten. Ne? Sagen wir es mal so rum. Auch im Alter. Ne? Gut vorbereitet bin ich immer am spontansten, sage ich gerne. Aber gute Vorbereitung zahlt sich immer aus, egal was ihr macht. Zum Beispiel bei den Mach's dir selbst bei Let's Promo. Ja, viele von euch kennen ja die Aktion auf dem Kanal von Let's Promo. Dahinter steckt der Let's Player Ralfinger LP. Der hat dann seinen zweiten Kanal, wo er also Let's Player vorstellt und bewertet. Und hat seit einiger Zeit, inzwischen sind schon, glaube ich, über 50 Videos draußen, wo sie halt Let's Player selber vorstellen können. Ja, und die meisten filmen halt ihren Kanal ab und sprechen dann doch recht improvisierten Text. Und da merkt man halt sofort, wer sich auf so eine Sache dann vorbereitet oder nicht. Und merkt auch gleich den Unterschied, ob sich jemand vorbereitet hat oder nicht. Ja. Mein Auftritt dort ist noch in der Vorbereitung. Ich lasse mir natürlich was ganz Besonderes einfallen. Genießt die Arbeit auch daran und schmunzel immer wieder. Vielleicht zeige ich euch mal zwischendurch so einen kleinen Ausschnitt, so ein Teaser. Schauen wir mal, um euch richtig neugierig zu machen. Gut, soweit die Folge 306. Weiter mit den Kommentaren zur Folge 307. Von der Casa Cucaracha nach, glaube, Roma Roma oder Neptuns Dank. 28 Minuten, auch wieder eine relativ kurze Folge. 228 Aufrufe nur. 6 Kommentare, dafür aber ein hier richtig langer von J-Hempf oder Jürgen Hempf, J-Hempf, wie auch immer. Fangen wir einfach mal unten an. Maupi, sehr schön, am besten hat mir gefallen, wo der Creeper dein zu flickendes Loch noch etwas vergrößert hat. Ja, dieses kurze Innehalten und innerliche Fluchen. Ja, das kennen, glaube ich, alle, die Minecraft spielen. Ne? Und ja, gerne mit deinem TP und wie gesagt, auch immer der Hinweis: In der Beschreibung findet ihr den Link zum Minecraft-Forum. Dort könnt ihr die aktuelle Version des Texture Packs herunterladen. Ohne die Random Mobs, die müsstet ihr selber hinzupatchen, das ist ja auch nicht allzu schwierig. Und lasst dem guten Morbi gerne einen Kommentar da im Minecraft-Forum. Wie gesagt, er freut sich richtig drüber. Na, dann gibt es da auch mehr. Pankreatitis meldet sich, ja geil, endlich wieder Dutchman folgen. Ich weiß gar nicht, ob ich da so lange pausiert habe. Aber stimmt, war schon mal so ein, zwei Tage Pause. Na, aber okay. Mittlerweile geht es ja wieder regelmäßig. Ich habe dich richtig vermisst. Och, danke. Ja, sobald ich ein Video sehe, nehme ich mir die Zeit einfach. Danke dafür. Nein, komplett aufhören. Ja, kann natürlich passieren, kann ich nicht ausschließen, ne? Aber momentan merkt er ja wieder, ich bin wieder richtig im Rhythmus drin. Und schauen wir mal, wie es weitergeht mit YouTube in 2013. Ne? So, dann haben wir hier einen dreiteiligen Kommentar. Fangen wir am ersten Teil an. Hi, Dutchman. Unbedingt mal was loswerden. Ja, dafür sind die Kommentare dran. Leider ist er nicht dazu, leider Let's Plays zu schauen. Schade, aber ich hoffe, du holst das nach. Jawohl. Ja, großes Lob an dich, da ich denke, dass du angesehen hast.
Oh, danke, 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 danke. Ich kann das nicht oft genug hören. Zack, dafür, Daumen hoch gleich dafür. Ich mag sowas. bin damals bei Folge 120 eingestiegen. Oh, da bist du ja auch schon lange dabei. Haben ja seitdem alle Episoden angeschaut. Danke. Was den Kommentar sehen kann ja keiner das Wasser reichen. Oh, danke. Oder sagen wir es mit Dutchman-weisen Worten. Es geht nicht darum, ob man etwas besser kann als jemand, sondern dass man das, was man tut, gut macht. Ja, danke, da hast du mich gut zitiert. Besonders in Buchvorstellungen. Ja, da werde ich auch in Zukunft wieder mehr machen. Ne? Die letzten Folgen hier, so 325, 26, 27, habe ich auch wieder mal vorgelesen. Und wenn ich so mein Bücherregal angucke, da steht noch viel, 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 viel drin, über das man reden kann, Sachen, die ich euch vorstellen kann, aus denen ich euch was vorlesen kann. Ja. Das finde ich toll, dass ich euch oder dich zumindest zum Lesen animiert habe. Ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen der Hintergedanke dabei, weil mir hat und macht Lesen richtig unheimlich viel Spaß. Und ich hatte es schon mal angesprochen in der Folge Die Wurzeln der Kreativität. Ja, oder wenn immer ich darauf zu sprechen komme, worüber ich meine Ideen, meine Inspiration hole. Da komme ich halt auch immer wieder aufs Lesen zurück, weil eben beim Lesen sich die Geschichte bei mir im Kopf abspielt und entfalten muss und nicht vor mir auf dem Bildschirm. Das ist halt der Unterschied zwischen Bücher lesen und Filme gucken oder Spiele spielen. Na, wenn ich ein Buch lese, muss ich die Handlung, die Geschichte, das Erlebnis der Geschichte, ja, muss ich bei mir im Kopf abspielen und entwickeln. Da hat mein Kopf also wesentlich mehr zu tun, als wenn ich eben das auf dem Bildschirm vor mir sehe oder es als Spiel vorgesetzt bekomme. Ist einfach so. Und deswegen ist mein Hirn da einfach auch entsprechend trainiert. Und deswegen kommen halt so diese ganzen Ideen und Querverbindungen und dass überall in meiner Welt hinter jedem Bauwerk eine Geschichte steckt und die ganzen Bezüge mit den Namen und Hintergründe pipapo. Das kommt einfach alles daher. Und deswegen kann ich das einfach nur weiterempfehlen und freue mich immer, wenn ich von euch höre, dass ich jemanden von euch zum Lesen animiert habe. Ja? Ja. Und das möchte ich auch weiterhin machen. Ob du es glaubst oder nicht, aber durch deine Videos konnte ich mein Allgemeinwissen deutlich erweitern. Das finde ich richtig klasse. Und das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen so ein Hintergrundanliegen. Ich will jetzt hier natürlich keine Tutorials machen und was weiß ich, wie ein Dozent oder wie Dr. Allwissend da vor euch stehen und euch die Welt erklären. Ja. Aber wenn ihr das so im Hintergrund einfach mitbekommt und was weiß ich erinnere mich noch an die Folge, muss irgendwas in den 140ern, 132ern, glaube ich, gewesen sein, wo wir die Mühle gebaut haben. Am Berberdorf, wo ich über Don Quixote erzählt habe. Ja, und da hat tatsächlich jemand, weil er das bei mir gehört hat, bei einer Wette, ich glaube, 50 Euro gewonnen. Waren es 50 Euro? Und selbst wenn es 5 Euro gewesen wären. Ja, er hat bei mir einfach was gelernt, ein bisschen Wissen mitgenommen. Zack, und das hat sich dann auch gleich richtig für ihn gelohnt. Und sowas finde ich natürlich klasse. Ja. Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Ja, gern geschehen. 10 Stunden Flug nach Kalifornien. Jo, da hast du ja was vorgenommen. Und ja, 10 Stunden wären dann so 12 Folgen. Ne? Ah, jo, da freue ich mich drüber. Ach, und aus Luxemburg. Sehr schön. Ja, klasse. Bevor wir mit den Kommentaren zu Folge 308 weitermachen, gönne ich mir mal einfach ein kleines Päuschen. So, weiter geht's mit den Kommentaren zur Folge 308. Ein neues Dorf entsteht. Genau, in der Folge habe ich noch von dem Dorf an der Bucht gesprochen, zwischen der Casa Cucaracha und Richard Dardin, beziehungsweise der Designhöhle. Da in der Ecke steht das. Und inzwischen hat das Ding ja auch einen Namen, nämlich Rumaroma. Ne? Rumaroma. Was ich mir häufiger mal gerade jetzt in der Winterzeit in mein Heißgetränk hineinpacke. Ja. So, nach Konversation sortieren.
Ja, wunderbar. Also fast wieder normale Länge. 40 Minuten, gute 40 Minuten hier. 237 Aufrufe. Ja. Aber sechs Kommentare. Vulnerable, geil, wenn du dich über die Diamanten freust. Natürlich freue ich mich über Diamanten. Ja? Jeder Minecrafter freut sich über Diamanten. Auch wenn ich aus den Mitbauaktionen die Dinger blöckeweise und kistenweise in meinem Lager in Neptuns Dank zu liegen habe. Ich freue mich immer natürlich drüber, wenn ich Diamanten finde, ganz klar. Na? Jamf freut sich hier, wie das Dorf, ist gespannt, wie das Dorf aussehen wird. Bisschen ans Berberdorf angelehnt, ja. Ja, aber doch ein bisschen anders. Ans Berberdorf angelehnt, weil es natürlich auch viel in die Hügel reingebaut ist. Ja. Beziehungsweise dann in die Stadtmauer teilweise, die sich da drumherum zieht. Ja, bisschen ans Berberdorf angelehnt, stimmt schon. Ich habe aber auch ja, drauf geachtet oder achte drauf, dass es also nicht zu sehr ans Berberdorf erinnert oder nicht zu sehr genauso wie das Berberdorf wird. Ja, das soll sich schon unterscheiden. Weil Poseidon stimmt hier zu, wird auf jeden Fall schön. Ja, hoffe ich doch, dass Romaroma schön wird. Ja, ich habe ja da auch inzwischen jetzt eine der Kirchen, die ursprünglich für Sweetwater gebaut wurden, noch mit hingesetzt. Die passt da ganz gut hin. Und ich glaube, ich werde auch einen der Bahnhöfe, die für Sweetwater gebaut wurden, obwohl ich ja selber einen gebaut habe, einen der Bahnhöfe, die für Sweetwater gebaut haben, dort einsetzen. Ja, bleibt mal gespannt, was ich mir da einfallen lasse. ich glaube, ich habe da eine ganz coole Idee für das Ding. Das, an dem Punkt denke ich mal, glaube ich nämlich, brauche ich auch nochmal so einen Knotenpunkt für Minecart-Strecken und da ist halt einer der Bahnhöfe, die für Sweetwater gebaut wurden, richtig gut geeignet. Sinjin macht hier auf eine Stelle bei 25 Minuten aufmerksam, wo ich also mit einer enchanteten Axt die Bäume nur so weghaue. Also halt mit diesen enchanteten Superwerkzeugen, gerade auch mit der Schaufel, ja, geht das ja alles richtig fix. Und man ist dann schon mal geneigt, Sachen mit Werkzeugen abzubauen, die gar nicht für dieses Material dann gedacht sind. Aber egal. Es gibt ja zum Beispiel auch den Pexel-Mod, der also Spitzhacke, Schaufel und Axt in einem Werkzeug vereint. Wäre eine Sache, die man machen könnte, weil man dann einfach auch mehr Slots im Inventory frei hat. Dann für Baumaterialien, wenn man halt drei Werkzeuge in einem hat. Aber ich komme eigentlich so auch noch ganz gut klar. Ja. Zulangs 11 Dutchmen in die Höhlen. Ja, to be continued. Ja, da gab es ja auch einiges zwischen Romaroma und der blau-weißen Abtei, also dem Creeper Memorial, haben wir ja auch noch eine richtig schöne Höhle entdeckt. Ja. Und ja, inzwischen hat die auch einen Namen. Vorbilderhöhle habe ich sie genannt. Ja, als ja, Tribut, Wertschätzung einfach mal an Minenarbeit.de, an den guten Vorbuddler. Ja, das wäre, glaube ich, eine Höhle nach seinem Geschmack gewesen. Ja. Bubblefish meldet sich hier, super Folge, danke. Und ein Name für das Dorf am See aus dem Lateinischen. Aha, und dann ein bisschen abgewandelt. Ja. Nivera, Niverus, jo, was weiß. Okay, weiß, also die Farbe weiß, okay. Ja, inzwischen, wie gesagt, hat das Dorf ja einen Namen. Meistens fällt mir ja doch da früher oder später was ein. Es gibt aber gerade aktuell, jetzt also in den Mitte der 320er-Folgen, 330er-Folge, habe ich noch so viele Ecken und Plätze, wo ich noch einen Namen suche oder einfach darauf warte, dass mir einer einfällt. Ja, so die Hans-Hass-Schlucht und so eine Sachen. Die noch, habe ich also momentan relativ viele Sachen, die noch unbenannt sind, wo mir also dann na, früher oder später mit Sicherheit noch ein Name einfällt. Na? Ist eigentlich eine bewährte Strategie bei mir, wenn mich die Inspiration nicht gleich packt, dann einfach ein bisschen warten und ihr Zeit geben. Michi Borsch meldet sich hier, wartet schon auf die nächste Folge. Du machst sie super, danke dafür. Und die Lavaschnecke wieder, die Fledermäuse. Genau, die sind ja sowas von niedlich. Ja. Die sind halt
halt auch da, wenn man auch friedlich spielt, genau, dass man also nicht so allein in den Höhlen unten. Ja, wunderbar. Das war Folge 308. Weiter Folge 309. 474 Aufrufe wieder. Sehr schön. Haben sich die Aufrufzahlen erholt. Und eine relativ kurze Folge wieder mit 35 Minuten. Ja, und da geht es also hauptsächlich um Wege und Brückenbau. Das habe ich, glaube ich, mal wieder nachkommentiert. Ja. Und genau, dann dazu was vorgelesen. Ja. Cool, dass du wieder Motivation hast. Ja, inzwischen ist sie wieder da. Nachkommentieren klappt bei dir immer besser. Ja, danke. Sehr gute Folge. Ich habe wieder einige Ideen durch deine Videos für meine Minecraft-Welt bekommen. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Ja. Und, oh, er hat tatsächlich meine Showplay-Welt fast ganz bereist. Und sehr beeindruckt. Ich bin beeindruckt, dass du wirklich in der ganzen Welt unterwegs warst, denn die ist ja nun wirklich nicht gerade klein. Ja. Klasse. Mein Respekt dafür, mein Dank dafür und einen Daumen hoch dafür. Na, ist er da? Ja. Ja. Danke für den Buchtipp. Ja, gerne. Gebe ich immer wieder gerne. Buchtipps. Will ich auch zusehen, dass ich das in nächster Zeit wieder häufiger mache. Halt, sei es vorlesen, sei es Bücher besprechen oder sowas, ne? Und ja, schauen wir einfach nochmal weiter. Gut, du könntest ja beinahe ein Kommentator werden. Ja, es haben mich ja schon mehrere auch mal drauf angesprochen, ob ich nicht Commentaries machen würde. Ist eine Sache, ich selber spiele natürlich nicht die Spiele, die klassischerweise in Commentaries als Gameplay hinterlegt werden. Sprich, die Dinger von EA mit der 3 im Namen. Also Battlefield, Modern Warfare, Call of Duty, was weiß ich. Ja. Ich habe auch schon mal überlegt, zu Trackmania Commentaries zu machen. Also einfach verschiedene Replays von Trackmania Exchange kommen, runterzuladen zu schönen Strecken, die einfach hintereinander zu schneiden und dann halt da zum Commentary-Text zu sprechen, weil es eben in der Commentary-Szene ja hauptsächlich Shooter gibt, die als Gameplays gezeigt werden, obwohl es da natürlich in den Texten häufig um was ganz anderes geht, was gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und ich habe mich immer ein bisschen gewundert, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, Commentaries zu Rennspielen zu machen. Und gerade Trackmania bietet sich da ja an. Selbst wenn man nicht gut fährt, so wie ich, das muss ich auch mal in aller Deutlichkeit sagen, dass ich also kein guter Fahrer bin in Trackmania, aber man kann sich halt die Replays von anderen herunterladen und die dann einfach als Video hintereinander schneiden, kann das also auch dann sehr gut auf die Länge des Kommentars abstimmen, pipapo. Wäre eigentlich eine schöne Sache. Aber ich habe ja eigentlich alle Hände voll zu tun. Ich müsste mich viel teilen, um alles das zu machen, was ich gerne machen würde. Unter anderem halt Commentaries. Aber schauen wir mal. Was ganz interessant, wie findest du Bücher, die über ein Spiel geworden sind? Ist mir ehrlich gesagt noch nichts dazu untergekommen, beziehungsweise ich habe auch noch nie entsprechendes dazu gelesen. Ich habe ehrlich gesagt immer ein bisschen Vorbehalte bei das Buch zum Film oder das Buch zum Spiel oder das Buch zur Serie. Ja, also Bücher, die nachher geschrieben werden. Ja. Weil also Buch zum Film, Buch zur Serie habe ich so schon mal reingeguckt ein bisschen, aber da waren mir die Bücher ehrlich gesagt nicht gut genug. Da kannte ich aus den Bereichen, also da kenne ich mehr als genug Bücher, die eben nicht verfilmt sind oder nicht für eine Serie als Grundlage gedient haben. Ja, ist natürlich ein Weg, wie jemand halt über Filme oder Spiele aufs Lesen kommt, klar. Ja, aber ich bin halt das Lesen pur gewöhnt. Ja, und von daher sprechen mich diese Bücher, wie gesagt, Buch zum Film, wenn eben das Buch nach dem Film geschrieben wurde und nicht als Vorlage für den Film gedient hat. So muss man es ja immer sagen. Ja, also finde ich diese nachgeschriebenen Bücher quasi für mich uninteressant. Ja, wer sonst nicht liest, okay, und darüber dann zum Lesen kommt, wunderbar.
Aber ich bin, wie gesagt, den anderen Weg gewohnt und kenne es. Ja, und kenne halt auch viele Bücher, die nicht verfilmt worden sind oder für eine Serie oder für ein Spiel als Vorlage dienen. Ja, und das ist einfach schon zum Lesen, ja, vielleicht auch ein bisschen der anspruchsvollere Stoff. Vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen an diesen nachgeschriebenen Büchern, sprich, das Buch kommt nach der Serie, dem Spiel oder dem Film raus. Was mich da ein bisschen stört oder unbefriedigt lässt. Also ehrlich gesagt, dadurch, dass ich eben Bücher lese, die nicht verfilmt worden sind und nicht nach einem Film oder Spiel oder sonst was geschrieben worden sind, sondern wo das Buch zuerst da war, bin ich da ein bisschen verwöhnt. Ja. Aber, wie gesagt, wenn jemand sonst nicht liest und darüber zum Lesen kommt, was weiß ich, die Romane zu StarCraft oder zu World of Warcraft oder was weiß ich alles, ist ja inzwischen auch eine fast eigene Branche und Szene, so Bücher zu spielen und Bücher, die in den Welten spielen, die in denen Spiele spielen oder Filme spielen. Ja. Wer darüber zum Lesen kommt, wunderbar, geil. Ja. Aber wie gesagt, für mich ist es nichts, weil ich eben halt schon Vollblut-Leseratte bin. Ja. Häufig auch, wenn Bücher verfilmt werden, ist auch immer so eine kritische Sache. Kann man auch nochmal drüber sprechen. Wäre nochmal ein Thema für eine nachkommentierte Folge. Ne? Buchverfilmungen. Ja, gibt es auch ein paar interessante Sachen drüber zu sagen. The Clubisoon. Ich fände es cool, wenn du den Namen der Bücher immer noch mit in die Beschreibung packen würdest. Okay. Danke als Tipp. Natürlich habe ich den Hobbit bereits gelesen. Und zwar 84, genau, also vor knapp 30 Jahren. Ja, richtig. Den habe ich schon damals gelesen. Das war also noch weit, 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 bevor Peter Jackson die Filme gemacht hat. Natürlich habe ich den Hobbit gelesen, den kleinen Hobbit und auch den Herrn der Ringe. Sogar mehrfach. Und sogar auf Englisch. So, jetzt kommt ihr. Ja, und wie gesagt, 1984 lag ich 4 Wochen im Krankenhaus. Warum? So interessant. Bin jedenfalls heil wieder rausgekommen. Und ja, hatte also Zeit und Muße mehr als genug. Und in diesen 4 Wochen habe ich unter anderem den Herrn der Ringe auf Englisch gelesen, im englischen Original. Und ich habe natürlich auch nochmal als Dorf auf Deutsch hier im Regal zu stehen, aber wie gesagt, ich habe ihn auch auf Englisch gelesen. Und zwar inzwischen, also einmal habe ich ihn auf Englisch gelesen und Deutsch habe ich inzwischen auch, glaube ich, dreimal gelesen seit 1984. Ja? Also, klar, natürlich kann man hier empfehlen. Tolkiens Der Herr der Ringe und der kleine Hobbit, der Vorgänger, oder der Einstieg quasi in die Geschichte, sind die Basis für das, was wir heute als Fantasy kennen. Ja? Sprich mit Elfen, Zwergen, Pipapo, das geht alles zurück auf den Herrn der Ringe. Ganz klar. Ja? Das hat also das gesamte Genre geprägt. Ja, Orks, Pipapo, alles aus dem Herrn der Ringe. Ja. Und ja, das ist halt die Stärke auch beim Herrn der Ringe. Achso, er sagt hier, wenn man vorher den Film gesehen hat, dadurch kann man sich beim Lesen des Buches nämlich die Welt im Buch sehr gut vorstellen. Nein, genau andersrum. Wenn du den Film gesehen hast und dann die Bücher liest, stellst du dir natürlich die Welt so vor, wie du sie im Film gesehen hast. Das heißt, du stellst sie dir nicht wirklich vor, sondern du siehst einfach nochmal die Bilder aus dem Film. Das hat nichts mit Vorstellen zu tun. Da kommt nichts aus dir selber und nichts aus dem Buch. Ja, sondern du siehst einfach nochmal, was sich Peter Jackson gedacht hat, als er den Herrn der Ringe gesehen hat oder gelesen hat. Und siehst einfach nochmal, was du gesehen hast, als du die Filme gesehen hast, wenn du das Buch liest. Ja, wenn du das Buch vorher liest und keine fremden Bilder quasi vorher hast, dann stellst du dir wirklich vor, was da in dem Buch passiert. Und dann siehst du vor deinem inneren Auge wirklich deine Bilder,
die du dir vorstellst. Und deswegen bin ich auch ein knallharter Anhänger davon, erst das Buch zu lesen, dann den Film zu sehen. In den meisten Fällen ist man da nämlich leider vom Film enttäuscht. Das ist der Preis, den man dafür zahlen muss. Aber erst das Buch lesen, dann den Film sehen. Dann seht ihr nämlich oder dann stellt ihr euch genau das vor oder dann ist das, was euch beim Lesen durch den Kopf geht, was ihr euch da vorstellt und ausmalt. Das ist dann nämlich wirklich eures. Wie gut oder wie schlecht das ist. Ja. Wenn ihr natürlich einen Film vorher gesehen habt und dann erst das Buch dazu lest, dann kriegt ihr natürlich die perfekt aufbereiteten Bilder in dem Kopf, die ihr schon im Film gesehen habt. Aber nicht euren eigenen Stoff. Und das ist es. Das macht einen Riesenunterschied. Ja. Also von daher, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Bücher zu Filmen, Buchverfilmungen, und das trifft dann wahrscheinlich eben auch für Bücher zu, die eben nach Spielen geschrieben sind oder in Welten spielen, in denen Spiele spielen. World of Warcraft zum Beispiel gibt es ja auch eine Reihe von Romanen. StarCraft, Star Trek gibt es eine ganze Reihe von Romanen, die halt in diesen Universen spielen. Und klar hat man dann immer die Bilder im Kopf, die man halt in den Filmen oder in den Spielen gesehen hat. Und das ist für mich ein Nachteil, ehrlich gesagt. Ja, denn in meinem Fall, ich bin ja ehrlich gesagt trainiert darauf, mir selber was auszudenken und habe da auch genug Ressourcen, einfach dadurch, dass ich schon einfach unheimlich viel gelesen habe und gesehen habe und damit halt jonglieren kann. Und wenn man den Film schon gesehen hat, dann fallen einem zum Buch im Prinzip leider nur vorgefertigte Bilder ein. Und das finde ich schade. Es macht einem natürlich, wenn man es lesen nicht gewöhnt ist, macht es einem die Sache natürlich ein bisschen leichter. Man hat das Gefühl, dass man sich die Welt im Buch dann sehr gut vorstellen kann, aber es sind, wie gesagt, vorgefertigte Bilder, die man da einfach nur wieder aufruft und sich in Erinnerung ruft. Es ist kein wirkliches selber sich vorstellen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, um überhaupt zum Lesen zu kommen, wenn man vorher nicht gelesen hat, finde ich diesen Weg wunderbar und habe nichts dagegen. Ja, aber für mich, wie gesagt, ehrlich gesagt, ist es nichts, weil ich nämlich schon Vollblut-Leseratte bin. Ich brauche diese Krücken nicht. Ja, es ist, wie gesagt, nochmal gesagt, ich wiederhole mich da auch gerne. Ich weiß, für jemanden, der keinen Bezug zum Lesen hat, ist sowas, das Buch zum Film oder Buch zur Serie oder halt Romane, die in den Welten spielen, in den Universen spielen, in denen er auch seine Spiele spielt, ist das wunderbar, wenn er darüber zum Lesen kommt. Ja. Aber ich bin, wie gesagt, schon von vornherein drauf geprägt, selber erst zu lesen und mir selber alles auszumalen. Ja. Von daher, ja. Aber wie gesagt, als Weg zum Lesen überhaupt finde ich es wunderbar. Ja, und wenn jemand halt sonst nicht liest oder so eine Sache liest, auch wunderbar. Nichts dagegen. Ja? Hauptsache er liest. nein, ich bin nicht erkältet, ich räuspere mich ständig. Mehr oder weniger ständig. Ja, kommt immer wieder die Frage. Gerade wer neu ist und mich noch nicht kennt, hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Alter zusammen. Bei mir. Und damit, dass ich rauche, deswegen lasst ihr bitte schön die Finger vom Tabak und vom Rauchen. Ja? Immer nochmal wieder angemahnt hier das Ganze. Lukas Oswald, versuch mal, wenn die Chunks nicht geladen werden, einfach raus und wieder reinzugehen. Das dauert auch immer wieder, bis er die Welt dann aufbaut. Ich habe inzwischen ja mit der Reduzierung der Sichtweite eine bessere Möglichkeit, sodass es also jetzt in 1.4.6 ja geht mit dem Nachladen der Chunks. Ne? Da haben wir das eigentlich kaum, dass man diese optischen Löcher da drin hat, wo man dann immer in den Untergrund reingucken kann. Van Rebel, Dutchman hast du ja schon mal gelegt, ein Let's Read zu machen. Siehe Folge 258. Ich werde immer wieder mal vorlesen, ne, habe ich ja auch vorgenommen für die nächsten Folgen, das öfter zu machen im Let's Showplay. Von daher ist das einfach dann so drin. Jetzt extra ein Let's Read zu machen, würde zu viel, wäre eigentlich Verschwendung, weil gut, klar kann ich einen Text vorlesen, aber dann kann ich dazu auch gleich bewegte Bilder aus meiner Minecraft-Welt zeigen.
zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ein komplettes Buch zum Beispiel dann vorzulesen, das ist ein bisschen viel. Da möchte ich euch eigentlich lieber viel, viel, viel mehr Abwechslung bieten. Ja. Von daher, oder gut, eben mal Kurzgeschichten oder sowas. Aber das mache ich dann alles einfach so im Let's Showplay nebenher. Ja, ist ja wirklich ein geiles Format, was mir da eingefallen ist, weil ich da wirklich einfach alles machen kann, solange im Hintergrund Minecraft läuft. Ja, aber die Folgen haben mal ein bisschen Vlog-Charakter, mal mache ich Buchvorstellungen, mal sind es Commentaries, dass ich über andere Themen spreche, mal lese ich was vor, spreche über Bücher, Let's Read. Ich finde die Idee einfach toll, dass ich da machen kann im Let's Showplay, was ich will. Und ich finde es auch toll, dass ihr da immer so schön mit dabei seid. Ja, das waren sie wieder mal, die guten Zeilen, schlechte Zeilen. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den Folgen 310 bis 314. Ja, dann kommen wir so langsam wieder auf den aktuellen Stand. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö. Eine Stunde wieder.